Willkommen zu einer weiteren Einheit der ISM Statistik 2 Aufgabensammlung. Dieses Mal mit einer Aufgabe aus dem Bereich der Mittelwerttests. Schauen wir uns die Aufgabe einmal im Detail an. Eine Maschine produziert T-Shirts mit einer Kragenweite von 40 cm. Die Maschine arbeitet allerdings nicht immer exakt, sodass die Kragenweite als normal verteilt mit einer Standardabweichung von 0,3 cm angesehen werden kann. Im Rahmen einer qualitätssichernden Maßnahme wurde eine Stichprobe von 9 T-Shirts gezogen, die die folgenden Kragenweiten aufweisen. Kann, sofern eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 1% als akzeptabel angesehen wird, davon ausgegangen werden, dass die Maschine nicht signifikant von der Zielvorgabe 40 cm abweicht. Bevor wir jetzt weitermachen, können wir direkt uns das vorher mal im Detail angucken. Wir haben oben die Information, Standardabweichung von 0,3 cm. Das heißt, an dieser Stelle brauchen wir nicht auf die T-Verteilung zurückgreifen. Wir haben eine vorgegebene Standardabweichung. Wir wissen, dass es normal verteilt ist. Das heißt, wir können die Z-Verteilung benutzen. Unabhängig davon brauchen wir aber ein paar Vorüberlegungen, ein paar Teilberechnungen. Das erste, was wir brauchen, ist das arithmetische Mittel. Das bekommen wir aber relativ einfach dadurch, dass wir hingehen, alle Werte aufaddieren und durch die Anzahl der Beobachtungen, hier durch 9, teilen. Machen wir das, erhalten wir hier als arithmetisches Mittel einen Wert von 39,91. Wie gesagt, an dieser Stelle, die Varianz ist bekannt, oder zumindest die Standardabweichung, also damit auch die Varianz. Das heißt, wir können diese nochmal hier kurz angeben und zum nächsten wichtigeren Teil übergehen. Wir brauchen das entsprechende Quantil der Z-Verteilung. Z-Verteilung, da wir hier eine bekannte Varianz haben, eine vorgegebene Varianz. Wie kommen wir auf das notwendige Quantil der Z-Verteilung? Es ist dadurch gegeben, dass wir Z1 minus 1/2 Alpha bestimmen. Hier war jetzt Alpha 1%, zulässige Fehlerwahrscheinlichkeit 1%. Das heißt, wir müssen hier uns den Wert raussuchen, Z0,995. Schaut man den in der entsprechenden Tabelle nach, erhält man hier einen Wert von 2,5758. Mit den drei Werten, die wir jetzt hier zusammengefasst haben, die wir an der Stelle nochmal kurz wiedergeben, zusammen mit der Information, dass wir eine Stichprobengröße von 9 haben und dass wir die Abweichung von dem theoretischen Mittelwert von 40 bestimmen sollen, können wir hingehen und unsere Teststatistik aufstellen. Die Teststatistik Z empirisch an dieser Stelle ergibt sich als Wurzel aus n mal arithmetisches Mittel minus theoretischer Mittelwert geteilt durch die Standardabweichung. Setzt man die gegebenen Werte ein, so erhält man als Teststatistik einen Wert von minus 0,9. Weiteren werden wir sehen, das Vorzeichen spielt hier keine Rolle, das heißt, wir könnten es auch einfach weglassen. Wie kommen wir jetzt zu der endgültigen Testentscheidung? Wir vergleichen die Teststatistik oben, die wir gerade ausgerechnet haben, wie angemerkt ohne das Vorzeichen, mit dem Quantil, was wir jetzt aufgestellt haben. Wenn wir das machen, wie gesagt, hier Vorzeichen lassen wir weg, wir betrachten den Absolutbetrag der Teststatistik. Haben wir einen Wert von 0,9, dieser ist eindeutig kleiner als das gerade eben bestimmte Quantil von 2,5758. Und damit können wir sagen, die H0-Hypothese kann nicht abgelehnt werden. Wenn sie nicht abgelehnt werden kann, bedeutet das, die Stichprobe weicht nicht signifikant von der Zielvorgabe ab. Das heißt, im Durchschnitt produziert diese Maschine eine Kragenweite von etwa 40 cm. Oder zumindest weicht sie nicht signifikant von dieser Vorgabe von 40 cm ab. Das beendet dann auch diese Aufgabe. Ich hoffe, Sie haben etwas für sich mitgenommen. Wenn Sie weitere Aufgaben in diesem Stil sehen wollen, besuchen Sie auch den Rest der ISM Statistik 2 Aufgabensammlung. Ansonsten viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.